Hallo zusammen, ich habe hier den Einspeiseinverter und es geht um die Abwärme bzw. um den Wirkungsgrad und auch um die Leistung. Wir haben jetzt hier 14 Volt drauf und wir sehen, er bringt 62 Watt. Und ich ziehe jetzt hier das Ladegerät aus. Erstens ist es ruhiger, aber der ist jetzt, sagen wir, eine gute Stunde gelaufen mit diesem Ladegerät, 14,5 Volt. Und er läuft weiter und wir haben hier vorne und hinten, das Ding steht so fliegend. Wenn ich das natürlich auf dem Boden mache, bringe ich die Abwärme nicht so gut weg. Wir haben hier die zwei Temperaturen. Auf der einen Seite hat es 37,5 Grad, auf der anderen Seite 36 Grad. Das war jetzt bei Vollleistung. Es hat den weiteren Einfluss. Wir haben jetzt hier die Leistung, jetzt ohne Ladegerät, also bei einer Batterie, also etwa 12, 13 Volt, haben wir nur noch 46 Watt Leistung. Und jetzt wird dann auch hier die Temperatur sinken. Hier haben wir eine Temperatur von etwa 15 Grad, es ist Winter. Und dieser Einspeiseinverter, ich kann den anfassen, der wird etwa 20 Grad wärmer wie die Umgebungstemperatur. Ich habe jetzt auch verschiedene Messungen gemacht, bei Höherspannung, bei Niederspannung. Und der beste Wirkungsgrad hat das Teil bei einer sehr hohen Spannung von 14,5 Volt. Das ist also, wenn die Solarpanels auf der Endleistung laufen, also wenn die Batterie zum Beispiel fast voll ist, und dann habe ich einen Wirkungsgrad von 84%. Habe ich aber Spannungen um die 10,5 Volt, also kurz vorm Abschalten, dann ist die Leistung auch geringer, die eingespeisen wird, aber dann habe ich einen Wirkungsgrad von 76%. Was schreibe ich jetzt in die Kataloge rein? Logischerweise den größeren Wert, aber so sehen wir den Wirkungsgrad und das, was ja die restlichen 15-20%, die wir hier verlieren, das setzt sich hier in Wärme um, weil Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden. Was hier kommt und nicht weggeht, habe ich hier als Wärme. Es ist schon ein Handwärmer, aber wir haben ja mal gelernt, Teile, die über 40 Grad sind, kann ich nicht länger anfassen als ein paar Sekunden. Und ich kann den also hier super anfassen. Er ist spürbar warm mit 36 Grad, 37 Grad. Kann man damit leben. Weiter ist das Thema, ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich, über die Mehrwertsteuersenkung. Ich habe gesagt, es gibt eine Befreiung vielleicht für solche Teile. Also da wurde ich korrigiert vom Finanzamt. Es ist keine Mehrwertsteuerbefreiung, sondern eine Satzänderung. Wir zahlen jetzt auf Solarprodukte nur 0% Mehrwertsteuer. Also ich korrigiere mich da, wir haben jetzt neu vielleicht 0% Mehrwertsteuer auf Produkte. Jetzt habe ich angefragt, wie das ist mit Marktstammdatenregister ohne, und da Anfrage war im Dezember noch. Und bis heute, wir haben jetzt Mitte Januar, war vielleicht Weihnachten dazwischen, habe ich noch keine Antwort bekommen. Ist jetzt der befreit? Ist der nicht befreit? Wenn ich den im Camper habe und da bei mir zu Hause einspeisen will, ist der befreit? Ist die Batteriebox hier befreit? Nicht befreit von der Mehrwertsteuer, sondern 0%. Oder ein Kühlschrank, ein Solarkühlschrank, der irgendwo in einer Inselanlage läuft, ist der neue Mehrwertsteuersatz 0%. Ich habe vom Finanzamt und vom Steuerberater keine Aussage. Der Steuerberater sagt,
Ich kann es dir nicht sagen. Jetzt warte ich auf den Bescheid vom Finanzamt. Da ist auch die komplizierte Frage, habe ich zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Balkon? Wo hört das auf mit 0%? Solarpanel, dann die Halterung, das Balkongeländer, der Balkon und das ganze Mehrfamilienhaus. Weil ohne Mehrfamilienhaus würde ja das Solarpanel am Boden fallen. Also, wo ist die Grenze? Habe ich ein Wohnmobil, ich habe Solar oben drauf, ist das steuerberechtigt? Ist das 90% oder eben 0%? Und wo endet das mit der Halterung? Ja, eigentlich brauche ich ja die Räder, das Wohnmobil auch hält, sonst hält ja das Solarpanel nicht. Die Fragen sind offen beim Finanzamt. Wir haben jetzt nochmal nachgestopft, aber da ist, gut, das sind Beamte, da geht nicht so schnell was. Hier mache ich euch das Video über die 0% Mehrwertsteuer, ist immer noch aktuell, und hier, wie ich von der Powerstation den Wechselrichter hier antreibe. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.